Aber hallo, grüß euch. Nathalie 14 schreibt mir, seit ungefähr 1,5 Jahren wächst mein Busen. Eigentlich bin ich damit ganz zufrieden. Aber seit ein paar Monaten habe ich festgestellt, dass meine rechte Brust schneller wächst als die linke. Was kann ich denn dagegen bloß machen? Keine Panik. Während des Wachstums ist es völlig normal, wenn sich mal eine Brust schneller entwickelt als die andere. Wenn der Wachstumsprozess beendet ist, das ist so circa 18 bis 20, gleicht sich das meistens immer wieder dann schön aus. Setz dich mal vor dem Spiegel hin und schau deinen Körper an. Ist da komplett alles gleich? Die rechte Hand mit der linken Hand und dein rechtes Ohrwaschel mit dem linken Ohrwaschel. Also es ist nichts ganz genau ident. Aber wenn du damit ein Problem hast, dann kannst du ja ein bisschen mit so Socken und so nachhelfen, bis zu dem Tag, wo das halt wieder quasi gleich ist. Ich bin 17, werde aber bald 18. Nicht ich, sondern der Schreiber. Gemeinsam mit meiner Mutter und meinen Geschwistern bewohne ich einen kleinen Bauernhof am Land. Ich fühle mich in dieser Gegend eigentlich sehr wohl und möchte auch nicht wegziehen. Ich bin schwul und meine Mutter möchte nicht, dass ich das öffentlich zugebe. Sie ist der Meinung, die Leute aus dem Dorf, wo wir wohnen, könnten mich seelisch fertig machen und ich würde das noch nicht verkraften. Ehrlich gesagt habe ich ja noch nie viel auf das blöde Gerede der Leute gegeben. Mir wäre das ziemlich egal, was man dazu sagt. Wie kann ich ihr denn klar machen, dass ich leben möchte, wie ich bin, anstatt vorzutäuschen, jemand anderer zu sein? Man sollte denken, dass heutzutage die Menschen schon so weit aufgeklärt sind, dass es, wenn es heißt, ich bin schwul, es nicht mehr so als pervers gilt oder als Krankheit. Eigentlich ist es ja so, dass Schwulsein eine Art der sexuellen Identität ist. Naja, am Land ist es leider noch nicht so, da ist diese Aufklärung noch nicht so weit fortgeschritten und es wird geredet. Ba, 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 schau, da, da, da. Ich glaube nicht, dass deine Mutter Angst hat vor dem, dass du das nicht verkraftest. Ich glaube, sie hat Angst, dass auch das blöde Gerede auf sie und ihre Familie fällt. Naja, eigentlich ist es ja sehr bewundernswert, wie du dich auf die Beine stellst und so sein möchtest, wer du bist. Denn nur der lernt, zu sich zu stehen, kann auch ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln. Und was ist das Wichtigste außer Hauptsache gesund?